Ach so, aber ja, das gilt ja für alles. Er hat mit den Kabeln hier was anders gemacht. Weil da war aber warte, das kriegen wir alles irgendwie hin. Lass mich mal gucken, ich messe mal. Ja, ich glaube nämlich auch, dass die Birne kaputt war. Ach so. Gib mir mal die Zange, bitte. Ja, klar. Hier, ne? Danke. So. Also das war nicht nur die, ach so, alles klar. Es war nee, auch die Birne zusätzlich noch, ne? Aber er hat da irgendwie echt was vertauscht. Na ja, klar, das ist ja mal wieder. Mal wieder, bitte. Ja. Guck mal. Ja, ich glaube, das sollte. Das meinst ist nicht du? Ganz so schlimm. Warte mal, das krieg ich. Dann haben wir was dazwischen tun. So, ja. Auf. Mahlzeit. Sollte gleich wieder gehen. Mahlzeit. Was ist denn hier los? Sag mal. Ja, was soll los sein? So, hast du da, hast du an den Kabeln hier irgendwie was vertauscht? Ja. Ich habe überhaupt nichts vertauscht. Ja. Was ist das denn für eine Begrüßung? Ja. Man kommt ich glaube, hier ab. Vertauscht. Ich habe das, hab das ganz normal in Originalzustand wieder versetzt. Ja, also, ja, ja. Das kann gar nicht sein. Da, wie, das du hast hier eine Faszinladen mit einer Lichtorgel hast du hier eingebaut. Was ist das denn? Dann nimm mal bitte gerne die Bodeln hier. Pass mal auf. So. Mahlzeit. Dann geh mal, mach mal wieder an. Guck ja, mal. Ja. Soll du bist gehen. Weg, ne? Ich mach weg, die ja? Sicherung rein, ne? Nicht, das ist das in der Hand. Ah, alles klar. Bitte. So, so geht das. Ich hoffe, dass er auch gut vorbereitet ist. So geht das, ne? Du, was denn? Du hast ja ganz schön was verkehrt gemacht. Hier. Was habe ich denn verkehrt gemacht? Ja, verkehrt angeschlossen. Aber ein Schwein, dass du da oben nicht abgefackelt bist, so, wirklich. Ja. Ich fackel doch nicht. Ich habe jetzt hier so, wie wir sagen, hier bei unserem Haus, ne? Es ist ja ein wahnsinniges Gewitter, ist dabei, ne? Ne? Ja. Ne? Ja, ja, ja. Der Schirm steht nicht von alleine. Er ist aber auch dafür nicht gebaut. Man kann oh Mensch, Jens, da bin ich jetzt echt froh, dass ihr das Ding jetzt... Ich kann ihn ja auch mal da hinpacken, kann ich das, ja das auch geht, dass ich da ich jetzt mal einen Haken anmachen kann. Ne? Jetzt hält's wieder. Weil, weißt ja. du, da war ja dieses Loch jetzt die ganze Zeit, wo die ja. Lampe dann nicht drinne war. Ne? Das sah ja auch blöde bitte. Aus. Ne? Bitte. Weißt du? Für die Leute. Werde ich hier, ja, werde ich hier überhaupt nicht mehr begrüßen? Oh, ey, ja. Ja, bitte. Hier. So, Dorf, machen wir mal bitte gleich einen Hobel. Ja, sicher, sicher. Erstmal auf den Schreck. Was für ein Schreck jetzt? Was für ein Schreck? Oh. Gib mal erstmal Bier. Hast dich erschreckt irgendwas? Gott, ja, was ist denn los? Sag mal. Sag mal, er hat ja richtig Drang, ne? Oder was? Richtig Alarm hier. Was ist das? Das war jetzt aber bitte nötig. Ich hörte heute Morgen nicht. Ein kleines Scharmützel möchte ich beinahe sagen. Scharmützel? Mit Sicherheitsorgane, so würde ich es jetzt mal nennen. Was für Sicherheitsorgane jetzt? Von Supermärkten, von Polizei jetzt. Ne? Aber ich habe nichts gemacht. Ich habe nichts gemacht. Wie? Ich habe nichts gemacht. Polizei im Supermarkt? Hm. Und du? Hm. Oder was? Mhm. Und die waren weswegen da? Sie waren wegen einer Verkettung von Sachen. Ich musste Rede und Antwort stehen, aber ich bin ja hier, ich bin ja da. Ich bin ja nicht weiter belangt worden. Aha, aber ja. War kurz vor knapp, oder wie? War kurz vor knapp, ja, aber ich meine, es ist ja auch zu seinem Besten gewesen, jetzt mal sagen. Herr Kager, jetzt ist das Stichwort. Der war auch da, oder was? Er war nicht, er kommt dann später auch in den Supermarkt, kommen wir auch rein. Und es war zu seinem Besten, weil er sonst, sie hätten ihn sonst verhaftet, oder was? Oder wie? Nein, ich muss das anders erzählen. Also, du weißt ja, dass er im Moment gerade Diät macht. Ja, ja, das ist ja klar. Das Stichwort. Ja, diese ganzen, ja, diese, die er erzählt. Alle wieder abgebrochen hat. Er hat sie alle abgebrochen. So, nun ist sie zu ihrer Schwester aufs Land gefahren. Schwester, ja, genau. So, und jetzt hatte sie Anfang der Woche angerufen und hat gesagt, erstmal bei ihm gesorgt und dann habe ich mit ihr auch nochmal telefoniert, um die Wogen ein wenig zu glätten, so möchte ich sagen. So, und dann hat sie jetzt mal sorgen zu ihm gesagt, jetzt morgen ist ja hier Adipositas-Tag, europäischer Adipositas-Tag ist für morgen. Was ist morgen für ein Tag? Europäischer Adipositas-Tag. Was ist das? Was soll das sein? Adipositas, Fettleibigkeit. Bitte? Fettleibigkeit. Fettleibigkeit. Fettleibigkeitstag. Ja.
Und das wird da gefeiert. Ja, es gibt ja auch den Welt-Toilettentag, da kann es ja wohl auch einen europäischen Adipositas-Tag geben. Warum denn nach? Nee. Und da feiert man das. Das ist morgen. Ne? Ich weiß das nicht. Aber sie hat gesagt, sie nimmt das zum Anlass, dass sie jetzt mal sorgen, morgen wiederkommt. Und dann will sie sehen, dass da er auch sich wirklich bemüht hat, mal abzunehmen. Und ansonsten würde sie sich, wenn das jetzt gar nichts bringt und er sich doch immer noch bockig gezeigt hat in den letzten Tagen, ne? Seit sie weg ist und das nur gar nichts irgendwie, dann will sie auch mal sorgen, sagt sie, zieht sie dann wahrscheinlich aus. Och, geht das wieder los oder was? Ist sie weggefahren, weil er so dick ist? Ja, er ist so dick, er musste abspecken, weil er es mit den Gelenken hatte und so weiter. Und dann hat sie mit ihm ein paar Diäten durchgemacht, alles mögliche, Obstdiät, Atkins-Diät, da hat er doch so gepupst, weil er nur Fleisch gegessen hat. Da hab ich doch noch den Briefkastenschlitz von außen zugeklebt, weil man im Haus ja gar nicht mehr dran vorbeikommt. So, und jetzt hat sie gesagt, sie kommt wieder und will Belege sehen. Und letztes Mal hat er echt doch mit ihm schon einen, habe ich gesagt, Herr Kager, ich helfe, wo du hast ich das kann. Doch mit dem Bauch, hast du doch. Du hast doch seinen Bauch doch. Den habe ich hypnotisiert, damit er unter Hypnose Fett verliert. Ich habe alles Mögliche mir ausgedacht. Und auch jetzt mal sagen, das letzte war ja jetzt hier FDH. Ne, mit dem Spiegel. Weißt du, wo ich in seinen, ja, die Wurst, ne? Wo ich seinen Teller in, genommen habe und habe dann, hab dann den Rasierspiegel reingestellt und eine Bockwurst aufgelegt und dann hat er sich das angeguckt, habe ich gesagt, dann sehen Sie zwei Würste, Herr Kager, und essen aber nur eine. FDH ist das Stichwort. Das Auge ist mit quasi. Das Auge ist mit. So, und dann habe ich Frau Kager gesagt, dann müssen Sie doch nicht gleich ausziehen, dann können Sie bei mir jetzt, ich biete Ihnen bei mir mein Zimmer an. Weißt du, da, wo ich den Sägerbrand mal hatte. Merkst du, ne? Merkst du, ne? Was du immer gleich denkst, sie hat sowieso gesagt, dass, sie will das nicht machen, weil sie meint, bei mir ist ihr das zu dreckig. Und da habe ich gesagt, Frau Kager, ich will nicht mal besorgen, hat jetzt gerade in der Zeitung drin gestanden. Man muss in der Wohnung ruhig ein bisschen Dreck haben, weil dann ist man nämlich allergiefrei. Eine ganz saubere Bude, die ist gar nicht gut, da kriegen die Leute lauter Allergien. Stand in der Zeitung von der Sauberkeit kriegst du Allergien. Sicher. Weil die Leute müssen auch ein bisschen Dreck aufnehmen und Keime aufnehmen, damit der Körper dagegen... Und das kann sie bei dir dann ja schön machen, ne? Ich hab gesagt, ich laufe nun nicht mit einem Eimer rum, wie immer sorgen auf dem Hof und so put, put, put und schmeiße den Dreck in die Ecke. So nun nicht, hab ich gesagt. Nein, wollte sie denn nicht und so. Sie will jetzt sehen, er soll sich anstrengen und so weiter. Aha. So, und dann war jetzt Spiegeldiät. Da habe ich gesagt, gut, wenn das nichts bringt, machen wir jetzt noch nach Frist die Hälfte. Machen wir jetzt Triebel. Reines Triebel. Warte mal, aber wie lange hat er denn jetzt mit dem Spiegel durchgehalten? Er hat ein, zwei Tage das probiert und meinte, dann mochte er nicht mehr, auch wegen der Würstchen. Er kann ja nicht jeden Tag Böglung essen. Wieso die hat du hast nur Würstchen gegessen? Nee, auch mal Kartoffelbrei oder auch mal Baggermatsch hat er auch mal gegessen. Ne? Baggermatsch, was soll das sein? Kartoffelpüree mit Erbsen gerührt, zusammen, platt gemacht und vermengt. Von Ralf Hartmann ist das. Das ist Baggermatsch? Das ist Baggermatsch jetzt. Der ist das auch immer. Naja. So, dann habe ich gesagt, wir machen Triebel, habe ich gesagt. Dann üben wir das noch mal weiter. Und zwar, er hat ja einen Alibert-Schrank im Bad drin, ne? Ja. So, und dann habe ich gesagt, Herr Kager, dann nehmen Sie den Teller, dann legen Sie auf die Seite, legen Sie was zu essen. Und dann halten Sie den Teller hoch und machen die beiden, mal sorgen, die Spiegeltüren auf. Und dann halten Sie den Teller in die Höhe, sodass Sie das Essen dreimal sehen. Ja. Und dann essen Sie das von da und essen aber nur noch einmal eine Sache. Eine Wurst jetzt zum Beispiel. Ach so, dass es noch mehr gespiegelt noch ist als wie vorher. Bitte, dass es, bitte. Dass so. Er, ja, und so. Dass es dann der Effekt noch mehr ist. Das ist eine Weltidee an und für sich. Und dann habe ich gesagt, und dann müssen Sie sowieso im Stehen essen. Und dann müssen Sie den Teller schön hochhalten, damit man das überhaupt sieht. Und unten habe ich gesagt, zwei Eimer, Eiswasser rein und gleichzeitig ein bisschen Kneipen noch, damit das auch von unten mal sorgen, von der Kälte her jetzt kommt. So, hat er gemacht. Aber er ist ausgeglitten leicht. Na. Und dann ist der Teller gegen den Spiegel gegen und dann ist da ein Riss. Jetzt hat er natürlich auch noch... Mehr ist aber nicht passiert. Nein, nur mit nicht. Dem Spiegel. Aber das hat ihn schon verärgert mit dem Riss drin im Spiegel. Habe ich gesagt, Herr Kager, Kager repariert, Kager tauscht aus. Habe ich gesagt zu ihm, ne? Ne? Weißt du, Kager repariert, Kager tauscht aus. Dann gehen Sie einfach in den Baumärkten, holen Sie einen kleinen Spiegel und setzen den da rein und fertig ist die Laube. Nun regen Sie sich mal ab, habe ich gesagt. Ja, das ist ja sportlich, ne? Aber wenn der Spiegel einen Riss hat, ist es ja geviert halt.
Es sind vier Teile. Bitte, bitte. Dann braucht er nur noch eine halbe Wurst essen und hat das Gefühl, er hat eine ganze Dose aufgefunden. Du, dann kannst du ihn, schick ihn doch hier auf den Dom in Spiegelkabine. Da braucht er gar nichts mehr essen, weißt du? Da ist so viel Spiegel, da ist... Ja, aber er ist ja noch von der Dicklichkeit so, dass er dann wahrscheinlich dazwischen immer eine Durchgänge kleben bleibt. Umso besser, dann kann er ja so lange nichts essen, wie er da drinnen bleibt, ne? Die Idee ist nicht schlecht. Da musst du mal drüber nachdenken. Das ist gut. Aber jetzt hier, pass auf, jetzt hol mich trotzdem, ne? Hab ich dann gesagt, Herr Kager, dann nützt das nichts, Welt... Adipositas-Tag, europäische. Jetzt müssen wir Null-Diät machen, gar nichts mehr essen. Weil sonst kriegen sie, ob es ihre Frau wiederkommt, gar nichts auf ihre Belege auf. Ja, ja. Jetzt mal sagen. Ja. Hat er gesagt, ja. Gut, dann hat er einen Tag nichts gegessen. Von Dienstag auf Mittwoch, Mittwoch auf Donnerstag. Ich habe gesagt, nur Brühe und ein bisschen Wasser. Hat er halbwegs durchgehalten. Weil trinken muss man. Ja, ich weiß. So, und dann habe ich ihn aus dem Kühlschrank raus, alle Sachen rausgenommen. Und auch aus der Lebensmittelkammer, alles, was er so wegverpuselmuggelt, weil er ja auch einer ist, der nachts an den Kühlschrank geht mit einem Heißhungerball. Ach, das ist das Gefährliche, nämlich. Das ist das. Das ist abends mein so, und weißt was, dann hab ich mit ihm ESC geguckt letzten Samstag. Ne? Ach hier, ja, ja. Mhm. Hast mitgekriegt? Mhm, klar. ESC ist das Stück. Hast mitgekriegt? Song Contest, ja. Ja, Song Contest, ne? Vorletzter, ne? Vorletzter? Wieder mal verloren, letzter, vorletzter. Ich meine, Deutschland buttert das meiste Geld da rein. Weißt du das eigentlich? Ja, das... Das meiste Geld kommt von Deutschland da rein und noch von zwei anderen Ländern, habe ich gelesen. Ich weiß nicht, wie viele Millionen. So, und da müssen sie doch eigentlich jetzt mal was auch für verlangen dürfen von den anderen Ländern. Ja, aber das ist ja das Problem, Ditsche, wenn du jetzt, du kriegst das Geld da rein, okay. Aber du kannst ja nicht sagen, dafür sind wir immer mindestens auf Platz 10 oder sowas. Nein, aber weißt du, was sie dafür machen können? Sie könnten zum Beispiel dafür verlangen, dass der ESC verschoben wird. Wieso denn verschoben? Zeitlich. Ja, wie und dann? Im Sommer. Ja, und? Dann? Im Sommer, wenn Sommerferien sind. Ja, und? Dann fahren die Leute in Urlaub, 4, 5, 6 Millionen Deutsche sind. Ach so, dann sind die alle woanders und können abstimmen, bitte, oder was? Bitte, ach so. Sie dürfen anrufen, Sie dürfen anrufen. Ja, ja, aber Ditsche, die anderen haben doch auch Sommerferien, hallo. Die anderen Leute, nicht nur die Deutschen, das haben noch alle Leute Sommerferien. Dann fahren die auch weg und dann stimmen die auch. Aber wir haben mehr Leute, wir haben mehr Leute. Wie wir, ach so, weil wir die meisten sind. Wir sind die meisten. Wir sind die meisten. Ach so, ja. Deutschland sind die meisten. Ja, 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 ja. So, jetzt hier aber trotzdem, wollte ich gar nicht erzählen. Jetzt hab ich mit Herrn Kager auf dem Sofa gesessen. Er hatte schon 2 Tage nichts gegessen. Hm. Und dann war er plötzlich weg und kam wieder mit einer Schüssel. Weißt du, wo du normalerweise aus Plastik, wo du normalerweise deine Füße reinstellst für den Fußball. So die Größe. Ich hörte das schon in der Küche so rascheln und so weiter. Da kam er wieder und hatte 2 Tüten Kartoffelchips, 2 Tüten Erdnussflips da rein in eine Schüssel und saß auf dem Sofa und hat die wegverpuselmuggelt am Abend. Ja, und hat gesagt, er kann sich jetzt was gönnen, weil er hat 2 Tage nichts gegeben. Ja. Und du weißt, die Erdnussflips, das sind die Dinger, wenn du da mit der Hand rangehst und kommst wieder raus, dann kannst du mit dem, was da runterträufelt, kannst einen Ölwechsel an das Auto machen. Ne? Das ist das, ne? Dann brauchst du gar nichts. Da kannst du gleich... So. Und da habe ich zu ihm gesagt, Herr Kager, jetzt ist wirklich Schluss. Ich habe das ganze Zeug weggeräumt. Ah. Ne? Und dann habe ich mir aber noch was Figelinches ausgedacht, weil ich habe den ganzen Krempel von ihm rausgenommen, was er isst. Weißt du, was der normalerweise futtert? Der futtert mal so ein normal Frühstück mit 4 Eier normalerweise und Speck bei. 4? 4 Eier mit Speck bei. Denn Mittag isst er nur so fertig Pizza. Und zwar so Pizzakarton, wo 3 Pizzas drin sind, übereinander. Davon isst er 2. Und zwar mit Quattro Formaggi. Mit alles drauf, Käse, Fett, das ganze Programm. So ganz viel Käse, ne? So, dann ist er mittags um 3 und nachmittags um 3 hat er Kaffeezeit. Hat er mal gesagt, isst er gern mal ein kleines Stückchen Kuchen, gönnt er sich. Habe ich geguckt, was das für ein Kuchen ist. Es ist Buttercreme-Torte gefroren. Ach so. Dann normal Abendbrot und vom Fernseher haut er sich noch die Chips rein. Ja, gut, dann ist es kein Wunder, dass er so dick wird. Da bleibt keine Frage offen, ne? So, und jetzt hatte ich mir folgenden Trick überlegt als Notprogramm von gestern auf heute. Dann hab ich erstmal, hast gesehen hier das Bild von diesem König Peinlich, dieser thailändische König, der in München da wohnte normalerweise. Jetzt ist doch sein Vater gestorben, jetzt muss er noch nach Thailand regieren. Dieser Heinzi mit der Hose auf den Hüften und nur mit so einem Bauchfreishirt immer rumläuft. Hast du nicht gesehen? Nee, nicht gesehen. Weißt du? Ja. Du kennst ihn, ne? Das Bild kenne ich.
An so einem Auto ist das, ne? Genau. Ja, aber, ja, ja. Was macht der? Ja, der ist das. Also, ist immer so. König. Was ist der König? König. Von was? Also Königssohn? Von Thailand. Ach, von Thailand. Von Thailand rein. Und der Sohn von König, also ein Prinz. Ja, ist das ein Prinz? Ja, Prinz oder König, das ist schon ein Unterschied. Prinz, ja, jetzt, jetzt Vater ist tot. Vater ist tot. Vater ist tot und jetzt ist er König. Und jetzt muss er da, und der, das ist ein Bild. Und er wohnt aber gar nicht in Thailand, oder was? Ja, jetzt muss ja. er da wieder hin. Ja. Ach, jetzt muss er. Und jetzt ist ein Bild davon irgendwo in der Nähe gewesen. Mach mal kleine Hube, bitte. Und wo er mit bauchfrei war, ja. Und jetzt wollte er das in der Nähe sperren, weil er dann das plötzlich gesehen hat, wie peinlich das ist, wenn sein Bauch rausquillt. Ja. So, und da habe ich mir jetzt Folgendes überlegt. Ich hatte dann gestern, ne, habe ich bei Kager aus dem Schrank, er trägt ja immer diese Feinrippträger unterher. Mm, mm. Dann habe ich die genommen und habe die mal schön bei 90 Grad durchgekocht. Aber auch, also mehr als 90 Grad noch. Ich habe das auf dem Herd gemacht, im Kochtopf. Schön immer mit einem Löffel und dann schön bei. Und habe die dann getrocknet. Ne? Mm. So, und dann habe ich ihn die wieder reingelegt. Ja. Weil ich nämlich wollte, wenn er heute früh aufwacht, wollte ich, dass er jetzt mal sorgen in Heißhunger. Weißt du? Er, ne? Weißt du? Er, ne? Pass auf, in Heißhunger will er dann in zum Supermarkt gehen? Ne? Und dann Ware kaufen und zieht aber das Unterhemd an und das geht nur bis da. Und dann sieht er schon mal als erstes seinen Bauch, als peinliches Bild, was er vor Augen hat, wenn er ins Spiegel guckt. Wie der Prinz auch. So, und dann, mein Engelmann, ja. Dann war ich gestern jetzt mal sagen, bei Giovanni draußen, ne? Der hatte auch in der Nähe einen Droger bei. Und dann ist mir eingefallen, nämlich, diese, mal sagen, auf Zigarettenschachteln, da sind doch immer diese die Bilder. Bilder drauf, wo Leute mit schwarzen Zähne oder mal sagen, hier mit der verbrannten Lunge oder einer mit einem Appenbein und solche die Sachen. Von der Abschreckung. Wo dann ja. drauf steht, Rauchen schädlich und macht sie tot und so eine Sachen. Genau, genau. So, und dann hab ich jetzt hier bei Giovanni, haben wir jetzt Bilder gesucht von dicken Leuten. Von Kalmund und Manuel Uribe und jetzt mal sagen, von diesem veränderten Wal. Weißt du, der jetzt gerade in der Zeitung war, wo haben sie doch so einen dicken, toten, veränderten Wal gefunden? Ja. Oder von Sachen, die eklig sind, so mal sagen, Salate, wo Maden rauskriechen. Oder auch ein Foto haben wir gefunden, wo einer in der Ecke gekotzt hat. Das haben wir auch genommen. Und dann hat Giovanni, so, kann da mit einem Computer so Schrift drauf machen. Und dann haben wir da drauf geschrieben, denn so, Essen macht dick. Oder Essen schadet ihrer Gesundheit. Oder Essen ist tödlich. Ne? So, und dann bin ich mir diese Schilder heute Morgen schön zum Supermarkt gegangen. Ne? Weil ich ja weiß, weißt du, an welche Fächer er geht. Weißt du, wie die Merkel. War hast nicht in der Zeitung gelesen? Die Merkel, die ist doch beim Einkaufen immer im gleichen Supermarkt. War doch ein Bild. Und da hat sie gesagt, sie geht deswegen doch immer hin, weil sie sich überall immer gleich zurechtfindet. Wie, die ist bei da, wo Kager auch hingeht? Nein, bei ihrem Supermarkt. Ach so. Deswegen bin ich da ja überhaupt nicht aufgekommen. Weil sie, Merkel hat gesagt, sie geht immer in den gleichen Supermarkt. Ja. Weil sie da schnell durchkommt, sie kann gleich fast blind, greift sie in die Regale, sie weiß genau, wo die Sachen sind. Ja. Und das macht Kager ja auch, weil er immer diese Pizza isst. Und da hast du die Bilder draufgeklebt, so. Auf die Sachen, die er... Bitte? Die bitte? Er, weil ich mir dachte, ich gehe eher als er in den Supermarkt rein und mach das, klebt das durch. Ich war schon fast fertig. Ich war noch auf dem Quark mit der Fettstufe 50%. Mm. Und dann mit Mor, komm jetzt, mal sagen, komm denn der Supermarkt. Hallöchen, ne? Und meinte dann zu mir, ich wollte doch irgendwas vergiften oder so. Ich habe ihm dann erklärt, worum es geht. Das hat er mir nicht geglaubt. Ja. Dann musste ich ins Hinterzimmer, dann kam die Polizei. Dann haben sie mich gefragt, warum ich so einen komischen Mantel anhabe. Ja. Ich habe gesagt, es ist wie bei Günter Jauch, war doch jetzt ein Mann mit einem Handschuh an. Den hat er ohne weitere Bewandtnis angehabt, weil er hat er gesagt, das ist ein Kommunikationshandschuh. Den hat er immer nur an, damit er angesprochen wird, damit er mit den Leuten ins Gespräch kommt. Und da habe ich schon den Polizisten gesagt, das ist ein reiner Kommunikationsmantel. Ach, das ist das, jetzt, nach all den Jahren, jetzt weiß ich das, ne? Das Mann. Ist ein... Und hab gesagt, schön, Herr Polizist, dass wir darüber geredet haben. Das fand er dann ein bisschen pampig. Oha. Und jetzt muss Oha. Ich mal sagen, habe ich den Bon. Und jetzt muss ich das Montag bezahlen, aber ich geb das Herrn Kager, weil er soll das bezahlen. Das aber ist ja für sein. Du hast auch die Sachen da raufgeklebt, wie kriegst du die da wieder ab? Ich denke, bleiben die dort drauf, das Essen kann man da drin ja theoretisch verzehren. Aber das kann den Bon, kann er ja dann seiner Frau zeigen und sagen, hier, bitte, guck, ich hab was gekauft, aber nicht gegessen, Ditsche ist mein Zeuge. Aber er muss dann doch die ganzen, haust du ab oder was? Jens, nochmal einen schönen Dank ne, für die Lampe. Es hat ein bisschen gedauert. Gott sei Dank, ja, ach komm. Das egal. Hättest du so schnell Hauptsache auch nicht hingekriegt, wenn ich das nicht gebaut hätte. Genau. Hauptsache es geht, genau. Ne? Ja, eben.
So, tschüss, ihr beiden. Tschüss, Heng, ne? Tschüss, Heng. Bis bald. Sag mal, hier, mein Kerlchen, hast mitgekriegt, hier diese MOL Triumph. Hat er seine Sachen mitgenommen? Ja. Er hat so ein Werkzeugkästen. Okay. MOL Triumph, der zweitgrößte Containerschiff der Welt, das ist jetzt hier in Hamburger Hafen gekommen. Wieso nehme ich jetzt eigentlich ein Bier aus dem Kühlschrank? Einfach, weil du mit mir in eine Gemütlichkeit hineinpusten möchtest. Nee, ich wollte eigentlich gar kein. Nee, schönen Dank. Also ja, aber nicht mit einem Bier. Ich wollte jetzt gar kein Bier mehr trinken. Ich wollte eigentlich. Ich war an Gedanken. Ne? Hier, MOL Triumph ist das Stichwort. Zweitgrößte Containerschiff der Welt. Ja. So, jetzt pass auf. Ja. Ich glaube ja, dass das irgendwas stimmt da dran, nicht? Weil ja normalerweise die Elbvertiefung ist noch nicht gemacht und das Schiff kann eigentlich gar nicht unbeschadet in den Hafen reinfahren. Der hat, ich weiß nicht, wie viele tausend Container. Und weißt du, was ich nämlich in Wahrheit glaube? Das ist gar nicht. Da sind nur ein paar wenige Container und der ganze Mittelteil, der aussieht wie ein paar tausend Container. Der ist leer, oder was? Das ist eine große Halle im Grunde. Die innen drin ist sie hohl. Ja. Und das ist, mal sagen, hier von Donald Trump. Das ist praktisch sein Wohnwagen, mit dem er jetzt zum G20-Gipfel kommt. Und die haben schon mal eine Testfahrt gemacht. Das glaube ich. Und dann wohnt er da drin, weil er hat sich ja beworben und kein Hotel in Hamburg. Ich wollte ihn nehmen. Nee, ist nicht dein Ernst. Kein Hotel hat gesagt, den nehmen wir nicht. Atlantik nicht, hier für Jahreszeit. Keiner wollte ihn haben. Gesagt, das ist uns zu heiß. Der ist mir, das wollen wir nicht. Hat kein Hotelzimmer gekriegt in Hamburg. Kein Hotelzimmer. Und jetzt schickt er das Schiff und dann kann er ja die Container einzeln. Dann gibt es einen Friseurcontainer und so einen Golfplatzcontainer für seinen Sohn und eine Mall zum Einkaufen. Und das wird dann immer an sein Haus da so angedockt, glaube ich. Dann braucht er aber, das dauert ja lange, wenn er jetzt von Amerika mit so einem dicken Pott hier rüber, oder muss er aber hier lange. Ja, der ist ja schon da. Er fliegt ja, das machen sie mit Air Force One. Ach so, er fliegt und dann kommt sie. Dann ist er da. Ne? Ist er in weißt du was? Ich guck das auch beim Namen, ne? Der Name. MOL. Das ist eine reine Pillepalle Geheimschrift von Sorgen von CIA oder irgendwas. MOL ist Motel und Triumph, da nimmst du nur das I und das H weg. Motel Trump. Bitte? Was nochmal wie? MOL Triumph heißt es in Original. Ach so, Triumph. Triumph heißt das Schiff. Ach, nimmst du das Triumph. I weg und das H? Motel Trump. Abend. Abend. Schönen Abend. Abend. Rode Kripo Hamburg. Ja. Frau Kollege Lohmann, können wir uns ein kleines bisschen umschauen bei Ihnen? Ja, klar. Hast du Peter 23 Bescheid gesagt? Mhm. Pollux und Kasten. Ja. Das ist Eppendorfer-Licht 272 und da hast du 153 vorne drüber. Mhm. Bei Tageslicht ist es komplett anders. So, und dann musst du aber, wenn du von draußen die Einsicht hast. Ich würde Folgendes machen. Wenn Sie in den nächsten Tagen was mitbekommen, ich gebe Ihnen mal meine Karte. Ja. Das ist Polizeidirektion 2. Ja. Und der Name ist Thomas Rode. Mhm. Kriminalpolizei, das ist die Durchwahl und die Dienstnummer, Diensthandy ist auch noch drunter. Mhm, lassen Sie sich sonst durchstellen. Sie können auch, wenn Sie die 2016 wählen, sind Sie bei der Zentrale und fragen dann nach Rode, wenn ich direkt ran. Genau. Mhm, okay. Wenn Ihnen irgendwas auffällt und speziell drüben, schräg gegenüber, die 153, ja. Das, was Sie hier raussehen, ja, ja. Dass Sie da ein kleines bisschen drauf achten, ob Sie da eventuell in den nächsten Tagen irgendwas mitbekommen. Okay, ja. Alles klar. Nee, ist gut. Lass ich ihn da. Nee, ist gut, ja, okay. Okay. Kein Thema. Ist kein Thema. Alles klar. Gut. Alles klar. Gut. Jo, schönen Abend. Ja. Kurzes Wetter. Tschüss. Und was? Wiedersehen. Tschüss. Du hast, Peter 23 Bescheid gesagt. Ja.
172 direkt, ne? Sorry. Ja, tschüss. Alles gut. Schönen Abend. Tschüss, tschüss. Ich hab nichts gemerkt. Ich hab nichts gemerkt. Ich hab nichts gemacht. Noch stehen Sie vor der Tür. Noch stehen Sie vor der Tür, Ditsche. Was soll denn das heißen? Ich hab nichts. Habe nichts gemacht. Ich würde mich an deiner Stelle ein bisschen unauffällig be. Ich hab mich absolut unauffällig be. Ich warte mal. Ich hab nichts gemacht. Ja, ist ja gut jetzt. Ist ja gut, nun richte ich mal nicht auf. Gib mir bitte mal noch ein Bier. Ja, nun warte mal. Mein Gott. Ich sag dir Bescheid, wenn sie weg sind. Sind die immer noch dort? Ja, guck nicht hin. Brauchst nicht hingucken. Ich mach ja gar nichts. Ja, nun bleib mal ganz normal. Die Sache war doch geklärt. Es ist doch geklärt. So, jetzt sind sie. Herr Kager bezahlt das am. Jetzt sind sie weg. Er bezahlt das doch. Jetzt sind sie weg. Er bezahlt es doch. Es ist doch nur Pillepalle. Ich hab doch nichts gemerkt. Aber wenn die. Warte mal. Ja, Ditsche, komm. Was? Ist ja gut. Es ist doch gut. Sie sind doch weg. Sie sind doch. Aber sie haben geargwöhnt. Nein, nun warte mal. Pass mal auf. Guck mal, überleg mal logisch. Sie waren hier, ne? Sie haben dich gesehen mit dem Mantel, ne? Wer das ist ein reiner Kommunikationsmantel. Ja, das ist ein Weltmantel. Ja, nun warte doch mal. Sie haben dich gesehen mit dem Mantel. Haben sie irgendwas Schlimmes gemacht mit dir? Haben sie dich angesprochen? Haben sie dich mitgenommen? Gar nichts. Aber vielleicht, weil sie mich von fern beobachten wollen. Ich habe das mal gesehen in einem Kriminalfilm mit Matthias Brand von 110 Polizei. Ja, aber Ditsche. Dass sie einen observiert haben und gar nicht ansprechen, damit er ihn sieht, irgendwie ihn zu irgendwelchen Machenschaften führt. Ja, aber Ditsche, überleg doch, wenn sie, die würden doch nie hier reinkommen und damit du das merkst, dass sie dich beobachten. Die würden das so machen, dass du das gar nicht mitkriegst. Vielleicht, weil sie denken, dass ich dann zu Fehlern gezwungen werde in mein Handeln. Quatsch. Das hatte. Ich bin ganz früher mal beim Schwarzfahren erwischt worden. Und ich hatte aber eine Karte bei. Und ich war so verunsichert durch die Leute, weil nur deswegen habe ich die Karte nicht gefunden. Ich hatte sie die ganze Zeit in der Hand drin und habe gesucht. Ja, Ditsche, das mag ja sein. Aber die haben dich gesehen in den Mantel. Niemand hat sonst so einen Mantel an wie du, wir wollen mal ehrlich sein. Wenn die dich irgendwie hätten einkassieren wollen, hätten die das eben gemacht. Aber die sind hier in, guck mal, die sind da hingegangen. Dann hat er was mit der Hausnummer gesagt. Da haben die sich unterhalten über den. Hat er zu mir gesagt, ich soll auf die Hausnummer gucken. Das hat doch alles gar nichts mit dir zu tun. Aber vielleicht hat er das nur gesagt, um mich zu täuschen. Ach, Quatsch. Ich hab nichts gemacht. Ja, eben. Ja, eben, das sag ich doch gerade. Ditsche. Ich hab nur den Schlüssel verloren von Kager, seine Tiefkühltruhe. Was hast du? Ja, da war doch jetzt, außerdem war jetzt vorhin durch das Gewitter nur ein Kurzschluss und jetzt sickert das wahrscheinlich alles raus und wir können das Ding nicht aufmachen, weil ich den Schlüssel verloren habe. Aber deswegen kommt doch nicht gleich die Kripo. Wieso hast du denn überhaupt den, was willst du denn mit dem Schlüssel von der Truhe? Damit er nichts ist. Oh Mann. Damit er nix